Obwohl das Ende Superman zufriedenstellte, bereitete ihm der Kampf gegen sein Duplikat Sorgen. Wenn ein Superman so weit gehen würde, warum nicht auch andere? Präventivmaßnahmen waren erforderlich. Nach heftigen Diskussionen mit den Mitgliedern der Justice League nahm Superman eine ferngesteuerte Kryptonitkapsel in seinen Körper auf. Beim kleinsten Zeichen von Instabilität würde das Kryptonit in seinen Körper fließen und ihn augenblicklich töten. Wer die Steuerung übernehmen sollte, wurde demokratisch entschieden. Wöchentlich wechselten sich die Mitglieder der Justice League ab. Nur Batman durfte keine Schicht übernehmen.